Hey, heute geht es mal wieder um etwas, was ich gekauft habe und von dem ich euch gerne erzählen möchte, beziehungsweise euch die Funktionalität ein wenig näher bringen möchte, damit ihr entscheiden könnt, will ich das auch, will ich das nicht, ist das scheiße, schenke ich das jemandem und so weiter. Es geht um einen Selfie-Stick, beziehungsweise um den Selfie-Stick von Rollei. Ich hoffe, man spricht es so aus. Alles weitere dazu, also wo ihr den findet, noch weitere Informationen, Produktvideos und das Ganze findet ihr in der Infobox. Ich habe den Stick über Amazon gekauft, wie fast alles, was ich kaufe und ja, jetzt ist er momentan im Test. Ich sage jetzt einfach mal ein, zwei Dinge dazu, wozu das ganze Ding gut ist. Und dann machen wir direkt mal den Produkttest live sozusagen. Der Stick ist im Wesentlichen dazu da, sein Handy da dran zu schnallen und sich selbst zu filmen oder zu fotografieren. Beziehungsweise ist der Name eigentlich blöd, denn er nennt sich ja Selfie-Stick. Aber genau dieses Selfie, dieser Selfie-Look wird durch diesen Stick eigentlich eliminiert. Es ist ja so, wenn man von sich selbst ein Foto machen will mit dem Handy oder mit der Kamera, sieht es immer, ihr wisst, wie es aussieht. Also, wenn das Handy aber jetzt an dem Stick ist, dann kann man eine gewisse Distanz zwischen sich und die Linse bringen und somit sieht es dann aus, als hätte jemand anderes das Foto gemacht oder jemand anderes hätte euch gefilmt. Und das ist gerade so beim YouTuber-Sein natürlich viel, viel schöner als dieses Selbstmach-Ding. So. Richtig cool ist halt, dass das Handy mit dem Stick über Bluetooth verbunden ist. Es gibt auch welche, die über ein Kabel verbunden sind, aber in diesem Fall ist es mit Bluetooth gelöst. Das bedeutet, das Handy koppelt sich mit dem Empfänger im Griff des Sticks ganz normal, als würdet ihr, was weiß ich, eine kabellose Lautsprecherbox ankoppeln oder eine Tastatur. Und dann kann man den Auslöser sowohl für Videos als auch für Fotos über den Stick betätigen. Wer jetzt noch Bock hat, sich das Ganze mal im Test direkt anzugucken, bleibt einfach dran. Ich werde jetzt mal zum Selfie-Stick wechseln und mich damit ein wenig filmen. Ja. Jetzt gerade von beiden Seiten gefilmt, also wie schön man das ganze Chaos dann auch gleich im Hintergrund sieht. Herrlich, ein Traum. Es ist jetzt so, ich habe ihn jetzt nicht so extrem lang gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, in der anderen Kamera sieht man das auch. Ja, na gut, er sieht da schon recht lang aus. So lang ist er aber jetzt gar nicht. Also man kann es noch deutlich länger stellen. Und ihr seht, also es ist jetzt so, als würde irgendwie jemand diese Kamera auf mich halten und ich könnte, ja, würde da so ganz normal reinquatschen. Gleichzeitig ist es natürlich so, mal sehen, ob mein Radius hier ausreicht, dass ich, Gott, dieses Chaos, dass ich mich zum Beispiel schön drehen kann. Also es ist nicht so, dass alles so wackelt, sondern es ist eben eher ruhig. Und das ist, jetzt ist mir schlecht, natürlich ziemlich cool. Mir gefällt das irgendwie nicht, dass mich die Kamera die ganze Zeit von hinten filmt. Ist ja gruselig. Okay, nehmen wir unsere normale Kameraposition ein. So, jetzt stehe ich also wieder ganz normal vor der Kamera und es wird jetzt praktisch gerade mit der Canon und mit dem iPhone gleichzeitig gefilmt. Ihr seht, hiermit bin ich halt natürlich extrem flexibel. Also ich könnte mich jetzt einfach, ich könnte zum Beispiel auch diesen Stick einfach hier so irgendwie auf meine Hüfte stemmen und nur so ein bisschen gegenhalten und könnte halt ja, damit jetzt ganz normal filmen. Ich habe halt immer eine Hand frei, ich kann damit machen, was ich will. Es sieht nicht so aus, als würde ich filmen, sondern es ist eher so, weiß nicht, als würde ich mich gerade mit jemandem unterhalten. Das finde ich eigentlich total cool. Ich kann aber auch schnell die Perspektive wechseln, weil ich kann jetzt zum Beispiel auch so machen und ja, was weiß ich, wenn jetzt was Schönes im Hintergrund wäre, den Hintergrund filmen, ist nicht so schön gerade. Es ist leicht chaotisch. Hier schönes chaotisches Sofa. Ja, also das funktioniert ganz gut. Genauso natürlich auch Fotos und so weiter. Am schönsten wird es natürlich, wenn man, und jetzt verschwinde ich einfach mal aus dieser Perspektive, damit herumläuft. Das ist, okay, ich muss hier kurz über den Heizlüfter klettern. Es ist natürlich total cool. Also man kann einfach, ja, durch ganze Räume streifen. Ich muss mehr in die Kamera gucken. Entschuldigung, ich gucke mal auf den Bildschirm. Man kann durch ganze Räume streifen und da einfach so ganz entspannt umherlaufen. Das ist total chillig. Übrigens, hier sieht man schon mal meinen ersten Versuch, das Esszimmer zu einem Arbeitszimmer zu machen. Ich arbeite noch daran. Ja, und ich finde es von der Handhabe eigentlich total super. Also
Er ist aus Alu, er ist total leicht, einfach zu handhaben. Schon wieder Chaos im Hintergrund. Kann man sich hier in diesem Raum nirgends hinstellen? Ja, also man kann völlig problemlos damit filmen. Man drückt einen Knopf, das Ding springt an, zum Ausschalten nochmal und so weiter. Man kann natürlich den Griff auch ganz ausschalten und das Ganze, wie gesagt, einfach als Einhandstativ benutzen. Ich finde es ja total gut. Also ich meine, ich weiß nicht, was sagt ihr? Findet ihr das jetzt total albern? Oder ich meine, im Hausgebrauch ist es vielleicht wirklich irgendwie blöd, aber so für YouTube ist es doch total super, oder? Dass man so flexibel ist und da einfach so, ja, weiß nicht, so für Roomtour-mäßig wäre das auch bestimmt total cool. Oh, guck mal, hier hinten ist Schnuff. Da. Schnuff? Auf jeden Fall, kletter zurück. Okay. Auf jeden Fall ist das jetzt also die, der Live-Test gewesen. Jetzt habt ihr gesehen, wie das Ding funktioniert. Und hallo. Was Bescheuertes. Obwohl das eigentlich gar nicht. Aber das ist halt auch schon wieder, ne? Das ist so, solche Aufnahmen könnte man sonst ja nie alleine machen. Also das wäre ja gar nicht möglich, so eine Aufnahme zu machen ohne diesen Stick. Und ich finde, das ist irgendwie schon cool. Also man kann damit noch eine ganz andere Art von Film machen. Man kann auch so ein Zwei-Kamera-System damit mal durchziehen oder. Also ich finde das echt cool. Und ich bin ja jemand, der sowieso gerne mit dem iPhone filmt, weil es eigentlich eine relativ gute Qualität hat. Jetzt nicht überragend gut, aber deutlich besser, als man es erwarten würde von einem Handy und eben auch den Vorteil hat, dass es immer schnell in der Hand ist. Also man kann schnell zack loslegen. Das ist, finde ich, echt super. Okay, ich verabschiede mich jetzt aus dieser Perspektive. Oh mein Gott. Okay, hey, das ist ganz lustig. Sage bis gleich, wir sehen uns in der anderen Perspektive wieder. Macht's gut. Ja, das war doch ganz aufschlussreich. Ich denke, viel mehr muss man dazu auch nicht sagen. Preis des Ganzen, Link zum Artikel auf Amazon, Produktinfos und alles findet ihr in der Infobox. Ich muss dazu jetzt nicht mehr tun. Ihr habt alles gesehen, was dieser Stick kann. Und ich persönlich, also mein Fazit, auch wenn ich ihn jetzt ja praktisch erst einmal benutzt habe, ist eigentlich sehr positiv. Also gerade wenn ich jetzt an die Buchmesse denke, wenn ich da hinfahre und dort filme, könnte ich mir vorstellen, dass das damit sehr viel cooler ist, als das letzte Mal so in diesem Gedränge immer mit der Hand vorne. Und also das ist halt für Vlogs ist das einfach mega cool, glaube ich. Aber das ist nur meine Meinung. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt oder ob der eine oder andere von euch so ein Ding vielleicht schon zu Hause hat. In jedem Fall hoffe ich, das Video hat euch ein wenig interessiert oder Spaß gemacht und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und ich bin gespannt und hoffe, ihr seid es auch. Macht's gut! Hallo zusammen! Ich hatte auf Facebook gefragt, ob ihr Interesse daran hättet, meine neue Anschaffung, nämlich einen Mini-Router und eine App zwecks Kopplung mit meiner Canon digitalen Spiegelreflexkamera und Steuerung über ein Tablet. Also, oh, das verliert sich irgendwie. Also, ob ihr dazu ein Video sehen wolltet. Ihr wolltet. Dementsprechend hier das Video.